Hallo liebe City Chapel, heute kommt wieder von mir noch ein kleiner Gebetsimpuls. Ich denke, wir kennen das Vaterunser vor allem als Art liturgisches Gebet, dass man das am Ende vom Gottesdienst spricht oder vor allem als Ganze spricht. Dabei ist das Vaterunser eine wunderschöne Möglichkeit, ins persönliche Gebetsleben mit zu integrieren. Nicht als Ganzes einfach nur runterzuleiern, sondern sich wirklich Zeit nehmen und Abschnitt für Abschnitt zu beten, zwischen den Abschnitten stille zu sein, auf Gott zu hören, auf sich selber zu hören, den Raum zu haben, sich Gedanken drüber zu machen oder auch wirklich Gott in eure Gedanken oder in eure Herzen hineinzusprechen. Und da ist, denke ich, auch dieses heutige Thema, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, was ganz wichtig ist, dass wir da wirklich auch den Moment nehmen, was es gerade konkret für mein persönliches Leben bedeutet. Diesen Moment zu nehmen und drauf zu hören, ja, wo sind meine Schwachstellen, wo sind meine Einfallstore, wo sind so meine Themen, wo ich mit Sünde zu kämpfen habe. Ich denke, das betrifft wirklich jeden von uns und wir neigen doch oft dazu, das zu verdrängen oder haben uns damit arrangiert oder sind auch hoffnungslos geworden. Und dieses jetzt als Impuls zu nehmen, auch wenn ihr Themen habt oder damit konfrontiert seid, dieses immer wieder ganz bewusst vor Gott zu bringen und ihm doch Raum zu geben und dann auch wirklich um Veränderungen zu beten. Und das ist was, was ihr heute jetzt am Anschluss an die Predigt machen könnt, aber es ist auch was, was ihr wirklich in eurem persönlichen Gebetsleben umsetzen könnt. Und dafür wünsche ich euch viele gute und ruhige Momente für Gott. Seid gesegnet. Musik.